Die Sachverständigen hatten kritisiert, dass das Gesetz einmal zu bürokratisch ist. Zum Zweiten haben sie handwerkliche Schwächen vorgeworfen und auch noch gesagt, dass es verfassungswidrig ist. Wir wollen natürlich kein verfassungswidriges Gesetz im Deutschen Bundestag verabschieden. Und deshalb mussten wir uns mit den Kollegen der SPD noch mal zusammensetzen und den Gesetzentwurf von Frau Schwesig und Herrn Maas noch mal deutlich überarbeiten. Wir haben eine Mischung für die großen Unternehmen, voll mitbestimmt und börsennotiert, gilt die feste Quote für den Aufsichtsrat ab 2016 und für die kleineren Unternehmen gilt die Flexiquote. Die Flexiquote heißt, dass jedes Unternehmen sich selbst ein Ziel bestimmen kann, wie viele Frauen bis zu einem gewissen Zeitpunkt im Aufsichtsrat, im Vorstand und in den zwei obersten Führungsetagen des Unternehmens vertreten sein sollen. Für die Mehrzahl der Betriebe in Deutschland, für die Handwerksbetriebe, die kleinen Unternehmen, kommt das überhaupt nicht in Betracht. Das Gesetz gilt wirklich nur für die Unternehmen, die voll mitbestimmt sind oder börsennotiert und hier auch nur die Flexiquote. Ich denke, das ist eine sachgerechte Entscheidung, die auch kein Unternehmen überfordern wird. Außerdem war uns im öffentlich-rechtlichen Teil wichtig, dass im öffentlichen Dienst das Thema Familienfreundlichkeit eine viel wichtigere Rolle spielt, als das in der Vergangenheit der Fall war. Familienfreundlichkeit heißt, dass man sich genau anschauen muss in der öffentlichen Verwaltung, wie sind denn die Karrierewege derjenigen, die keine Kinder haben oder keine Pflegezeit in Anspruch nehmen, gegenüber denjenigen, die das machen. Und da stellen wir leider fest, dass insbesondere Frauen, aber auch junge Väter, dann, wenn sie eine familienbedingte Auszeit nehmen oder auf Teilzeit zurückgehen, im weiteren Verlauf ihrer Karriere weniger Chancen haben als diejenigen, die das nicht tun. Das wollen wir als Gesellschaft nicht und hier muss der öffentliche Dienst Vorbild sein. Die Kollegen und Kollegen der SPD hatten die Zielvorstellung, das Staatsverständnis, dass auf jeder Ebene genauso viele Männer wie Frauen vertreten sein sollen. Diese Wunschvorstellung macht in unseren Augen keinen Sinn. Wir können nicht Männer dazu zwingen, sich auf Sekretärinnenstellen zu bewerben und Frauen dazu, zur GSG 9 zu gehen. Deshalb wollen wir hier mehr Freiheit und aber eben Chancen ermöglichen, sowohl für Männer als auch für Frauen.